Hi Gude und herzlich willkommen zum ersten Feedback-Video der Nerdcon. Bei mir ist der gute Shadow Dice. Moin Shadow. Moin Mischka. Gut geschlafen? Ich glaube so, meh, aber ganz okay. Froh, dass es vorbei ist oder eher traurig? Natürlich eher traurig tatsächlich. Also ich könnte noch einen Tag länger bleiben, mindestens. Ja, habe ich auch gesagt. Also, wenn wir es nächstes Jahr nochmal machen, bitte einen Tag länger. Man ist gerade so wirklich erst warm geboxt nach dem ersten vollen Tag hier und es hat super viel Spaß gemacht, mir zumindest. Wie wäre denn dein Resümee? Ja, mein Resümee ist auf jeden Fall sehr positiv. Also, wir haben eine schön abgelegene Gegend hier. Wir hatten unsere Ruhe. Gut, wir hätten vielleicht noch einen Edeka oder so in der Nähe gehabt. Auf alle Fälle, aber ja, gut, man kann nicht alles haben. Aber Orga hat meines Erachtens einen guten Job gemacht. Und ich muss sagen, jeder, der hier mitgeholfen hat, vor allem die Spielleute, haben eine super Zeit auf jeden Fall verbracht. Und also dafür gesorgt, dass man sie verbringen konnte. Ja, also muss ich sagen, wirklich vom ganzen Team super Job, aber muss auch sagen, die Leute, die da waren, also nirgendwo flog jetzt Müll rum, es war nachts auf den Gängen nicht super laut, also es war schon sehr angenehm. Oder wie hast du das empfunden? Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in den Zimmern war. Okay, ja, es war auch nicht wirklich schlimm, aber ja, gut, dafür kann ich jetzt nicht sprechen. Ansonsten, wie gesagt, ja, die Gänge, es war auf jeden Fall ein ruhiges. Aber man muss auch sagen, es sind ja auch keine 16-, 17-Jährigen mehr, die jetzt irgendwie noch Party machen wollen. Ich denke mal, wir wollen einfach nur auch mal ein ruhiges Wochenende erleben, tatsächlich nach dem Stress. Ja gut, klar, mit dem Alter kommt die Weisheit, das ist richtig. Was für Runden hast du gespielt und wie wäre da dein Feedback? Ja, die erste Runde war Wrath and Glory bei Meister Umbreon. Unser von der Inquisitions gesandtes Kommando auf Hydra 5. Und am nächsten Tag ging es dann erstmal weiter mit einer kleinen Runde Numenera bei Lilio. Und gestern Abend dann der Abschluss bei D-Rex mit Hexen 1733. Und die Hexenrunde war tatsächlich die einzige, wo wir keinen Total Party Kill hatten. TPK gehört mit dazu. Ja, wir haben dann irgendwie überlegt, ob wir es vielleicht durchziehen, aber wir haben es dann doch gedacht, so, nee, wir wollen doch einmal überleben. Aber wenn es dann irgendwie heißt, okay, verkackt gerade auf Hydra 5, da kommt der Necron, hier Freihändlerschiff mit der Lanze, Mama Exterminatus. Exterminatus, was wäre 40k und Exterminatus? Hast du jetzt eins von den Systemen zum ersten Mal gespielt oder war das alles schon bekannt? Tatsächlich muss ich sagen, ich habe tatsächlich vor die Wrath and Glory und Hexen tatsächlich bei mir zu Hause. Ich habe sie ja tatsächlich noch nie gespielt. Bis auf Numenera, dass ich tatsächlich einmal in einer Aufwehrrunde tatsächlich gespielt habe. Okay, also unterm Strich alles gelohnt. Tatsächlich, ja. Bombensache. Vielen Dank, Shadow. Und ja, wir sehen uns nachher zu anderen Feedbacks nochmal wieder. Dir auf jeden Fall danke und gute Heimreise. Dir auch, danke. Ciao. Ei, Gude zusammen. Das nächste Feedback-Video von der Nerdcon. Und jetzt habe ich einen von der Orga da, den Lukas oder Luke. Ich bin verwirrt. Zwei verschiedene Namensschilder. Das kannst du dir aussuchen. Der Spitzname kommt wie immer aus dem Kreis der Leute, den man kennt. Und die einen machen so, die anderen machen so. Okay, du bist jetzt nicht originär vom Nordpol, du bist von Egonien e.V. Genau. Ich bin vom Egonien e.V. Wir sind ein LARP-Verein mit ungefähr 70 Mitgliedern, ich glaube ein bisschen drunter. Wir sind relativ lange unterwegs, uns gibt es seit 20 Jahren. Und wir arbeiten offensichtlich zusammen. Ja, wir arbeiten offensichtlich zusammen. Ja, das ist richtig. Okay, du hast jetzt eine Pen and Paper Con mit ausgerichtet. Erstmal vielen Dank dafür. Wie wäre denn so dein Grundresümee? Ich meine, du hast jetzt, glaube ich, keine Runden geleitet, oder? Nee, ich habe keine Runden geleitet. Ist einfach nur ein Aufpasser gespielt. Ich habe vor allem gespielt. Ja, das ist doch super. Ja. Ist doch ein guter Anfang. Ja. Ja, wie wäre so dein Feedback jetzt A zur Location, B zum Event an sich? Ich habe ja gesagt, ich habe viel gespielt. Der allergrößte Unterschied zwischen den LARP-Veranstaltungen, die wir sonst organisieren, und dieser Veranstaltung ist, es gibt nichts zu tun auf der Veranstaltung. Natürlich gibt es so den üblichen logistischen Kram, den man machen muss. Hier fällt mal was um, da muss man irgendwie eine Nachfrage ans Haus stellen, da muss man in der Küche mal eine neue Kanne Kaffee besorgen. Aber das, was man von Live-Rollenspielveranstaltungen kennt, hat man nicht. Also wir hatten Arbeit im Vorfeld, die einzelnen Teilnehmer, die die Runden organisiert haben und so weiter zu organisieren. Man musste Leute zählen, Lebensmittel, Unverträglichkeiten sammeln, all sowas. Aber ansonsten ist es eine sehr runde Veranstaltung, wo exakt nichts passiert ist, was irgendwie irgendwelche schnellen Orga-Handlungen oder so erfordert hätte. Und wir konnten, also ich glaube, jeder der Orga hat gespielt, viele aus der Orga haben geleitet. Und das ist dann halt auch mal eine Form von einem entspannten Wochenende. Definitiv, definitiv. Das könnte ich ja böse, wie ich bin, so
Ja, verallgemeinernde Phrasen ins Feld werfen, wie ist denn also Pen and Paper viel entspannter als LARP? Fragt ja den Live-Rollenspieler. Genau, das war jetzt einfach Banane, also streichen wir einfach total vergessen. Aber anders darum heißt, wenn ihr einen LARP-Contest veranstaltet, dann ist da wesentlich mehr Aufwand an dem Wochenende mit drin, aber auch wesentlich viel mehr Aufwand in der Vorbereitung. Also wenn ich wirklich vergleichen muss, ich habe auch von Pen and Paper Conventions selber noch nicht viel miterlebt. Ich habe die, keine Ahnung, ab und an eine Runde auf einer RPC oder so mitbekommen. Die Arbeit verteilt sich auf viel mehr Schultern, weil im Live-Rollenspiel musst du halt einen Plot schreiben, du musst Props bauen, du musst NSC-Gewandungen irgendwie besorgen, du musst dafür sorgen, dass auf der Veranstaltung selber sozusagen das Drehbuch abgearbeitet wird. Wenn irgendein Spieler irgendwas macht, was du nicht erwartet hast, dann fliegt dir das auch um die Ohren, dann hast du da wieder leichte Panik, weil dein Plot halt den Bach runtergeht. Und hier ist es halt so, die Abenteuer oder mit der Vorbereitung der Abenteuer haben wir ja wirklich nichts zu tun. Die Leute suchen ihre eigenen Systeme aus, bauen ihre eigenen Abenteuer, bringen die mit, machen sich die Arbeit. Wir müssen Räume zur Verfügung stellen, wir müssen schauen, dass alles andere läuft und dass wir halt einfach eine gute Atmosphäre für alle Teilnehmer schaffen. Ja. Und das ist, wenn man so wie hier eine Jugendherberge hat, mit der man sehr gut sprechen kann, mit der man sehr gut zusammenarbeiten kann noch im Vorfeld und auch hier vor Ort, ist es halt super dankbar. Hattest ja gesagt, dass du vorher mit Pen and Paper nicht so viel zu tun hattest. Ja. Die meisten Leute gehen, glaube ich, von Pen and Paper ins Live-Rollenspiel. Bei mir war es andersrum. Ich habe 2008, glaube ich, mit LARP angefangen und bin dann so 2012, glaube ich, habe ich mit einer ernsten Runde wirklich angefangen. Vorher nur mal ganz kurz irgendwie ins Vampire reingeschaut und ich war total, what the fuck ist das hier? Oh, Entschuldigung. Also, warum erzählen die sich die Abenteuer? Warum spielen die das nicht einfach? Und ich würde auch nach wie vor sagen, ich bin definitiv ein Live-Rollenspieler, kein Pen-Paper-Spieler, aber natürlich gibt es Schnittmengen und natürlich habe ich auch meine ein, zwei Runden, die ich so mitspiele halt. Ne? Was für Runden hast du jetzt am Wochenende gespielt? Ich habe eine Changeling-Runde gespielt, die war sehr, sehr spannend. Ich habe eine D&D-Runde gespielt und ich habe ein total krudes System gespielt, wo man Orks war und einfach nur, ja, wir waren die Besten natürlich, die Allerbesten und das haben wir uns gegenseitig spüren lassen, immer und immer wieder. Die war sehr laut, wir sind rausgegangen irgendwann, um die anderen nicht zu stören. War jetzt irgendeins von den Systemen, wo du das erste Mal das System gespielt hast? Changeling und, also alle drei tatsächlich. Alle drei, okay, also alles komplettes Neuland. Und unterm Strich kannst du jetzt sagen, okay, eins davon hat mir am besten gefallen. Ich habe gemerkt, irgendwas davon ist überhaupt nicht meins. Ja, da vorne steht ja der Leiter von der einen Runde. Der kommt auch noch gleich aufs Video. Die Runden waren alle drei unglaublich unterschiedlich. Die Ork-Runde war unglaublich unterhaltsam. Die toppt echt alles andere auf der Veranstaltung, weil mehr Lachen war nicht, aber eben auch unglaublich anstrengend, weil sie viel Slapstick enthalten hat und so weiter. Die Changeling-Runde war unglaublich cool. Die WoD gefällt mir aber nicht so, das heißt, das ist für mich so ein bisschen Abzug. Und die D&D-Runde fand ich tatsächlich auch aufgrund der Aufbauten am beeindruckendsten. Also ich würde sagen, die D&D-Runde gewinnt. Okay, verstanden, verstanden. Nicht, weil er da steht. Ja, ich verstehe, gut. Bevor der Umbrunnen jetzt gleich mit Steinen wirft. Auf jeden Fall vielen Dank an dich, stellvertretend für Golien e.V., für die Hilfe, die ihr uns hier zugutekommen habt lassen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ja, haben wir gern gemacht. Können wir wiederholen. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr ein Lord Polarp. Mehr Mini-Labs. Wir hatten sogar Mini-Labs in einem freien Bereich. Also immerhin, immerhin. Ja, okay. Das ist ein Ansatz. Okay. Dann dir auf jeden Fall Dankeschön und ja, man sieht sich. Ja, danke dir. Ne? Gerne. Ei Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Feedback-Video der NerdCon. Die NerdCon ist vorbei, Koali. Ja, noch nicht ganz. Aber so gut wie. Ich bin so ein bisschen traurig. Wir haben gerade zu Ende gefrühstückt. War lecker. Jetzt müssen wir nur noch aufräumen und ja, zum Feedback-Challenge, ne? Feedback-Challenge und so, Feedback-Challenge, ja, genau. Dein Feedback zur NerdCon im Allgemeinen? Allgemein, ja, super Veranstaltung. Also, war eigentlich genau das, was ich mir so vorgestellt habe. War richtig gut. Trifft ziemlich genau auf den Punkt, ja. Feedback von dir zu den Runden, du hast ja alle drei geleitet oder nur zwei? Ich habe alle drei geleitet, ich war der Einzige, der alles geleitet hat. Du Leitmonster! Ich wollte einmal wissen, wie sich Mischka fühlt. Wie gut. Was hast du geleitet? Ich habe Turbo Fate gespielt, ich habe Engel gespielt und ich habe Dread gespielt.
alle schon vorher mal oder irgendwann was davon jetzt zum ersten Mal? Zum ersten Mal Dread. Das kann man online halt schlecht spielen. Wegen dem Jenga-Turm, ne? Ja. Und so generell das Resümee, alle drei kontauglich und Spaß gemacht oder sagst du, Ja, alle kontauglich auf jeden Fall, ja. Also ich weiß nicht, mir hat es Spaß gemacht eigentlich, ja. Und sonst habe ich nicht so viel Erfahrung mit Cons. Also für hier ging's. Ja. Ich habe vorhin schon mit zur Umfrage gesagt, was ich halt einfach cool fand, war, klar sieht man die Leute über den Bildschirm normalerweise, aber jetzt halt alle mal persönlich zu sehen, das war für mich schon ein ziemliches Highlight. Ja, richtig. Ja. Auch ganz viele Nasen, die man irgendwie noch so gar nicht richtig auf dem Schirm hat, so, wo man wirklich nur Nicknames kennt und die auch noch in Streams noch gar nicht gesehen hat vielleicht. Ja. Und sich auch mal mit Leuten unterhalten, so außerhalb vom Rollenspiel. Das war irgendwie ganz, ganz nett. Ja, also vor allem, also ich bin jetzt nicht so der Riesen-Con-Gänger, ich kenne ja die RPC und da hast du ja nicht quasi vor Ort auch genächtigt. Das heißt, du hast immer noch so Transfer gehabt, die Gruppen haben sich aufgesplittet. Aber hier war ja alles auf einem Haufen gebündelt sozusagen. Ich fand das war auch sehr zuträglich für die Atmosphäre, oder wie siehst du das? Ja, also ich fand die Atmosphäre auch enorm gut. Also ich hatte ja ein Dilemma, als ich hier angekommen bin. Und die allererste Erfahrung von der Veranstaltung hier, ich komme hier an, mein Auto ist kaputt und direkt springt mir jemand zur Seite und erledigt für mich Telefonanrufe und googelt für mich Zeug raus. Und ich war noch gar nicht richtig bei der Sache und da hatten die anderen das schon für mich geklärt, obwohl ich die noch nie im Leben richtig getroffen habe. Das ist schon, ich glaube, das trifft es als Erfahrungsschatz ganz gut. Und auch sonst irgendwie, ich hatte nie den Eindruck, dass irgendjemand hier sich irgendwie allein gefühlt hat oder so. Nee. Es waren immer irgendwelche Gruppen und überall immer Gelache und alle immer in freudige Gesichter. Keiner war irgendwie betrübt, allein irgendwo. Das war richtig gut. Gab keinen irgendwie Streitvorfall, den ich mitbekommen habe. Auch so nicht mal irgendwie beschwert nachts zu laut. Also es war extrem chillig auf gut Neudeutsch. Ja. Alle waren auch sehr sorgsam. Also es liegt kein Müll irgendwo rum. Ja, alle passen irgendwie auf, dass sie hinter sich aufräumen. Und ja, richtig gut. Also muss man unterm Strich sagen, gut, ich sagte eben schon zu Umbruch, wir sind ja alle keine 14 mehr, die dann nachts noch irgendwie um 3 durchs Haus rennen müssen oder sonst irgendwas machen müssen. Ich denke, hast du auch andere Erfahrungen aus deinem Leben schon mitnehmen können? Sicher doch, klar. Ja. Also ja. Die Nachtruhe war, also gut, ich bin glaube ich einer der wenigen gewesen, die ein Einzelzimmer hatten. Aber ich glaube auch sonst habe ich nichts gehört, dass es irgendwie schlecht war mit dem Schlafen oder so. Ja. Wir waren auch alle irgendwann am Ende des Tages sehr fertig. Also naja, das auf jeden Fall. Ja. Du hast eben schon zum Umfang gesagt, wir wollen jetzt nichts ankündigen, weil das macht man ja nicht. Aber so von deinem persönlichen Gefühl oder Wunsch, sagen wir es mal so, wird es nochmal eine NerdCon 2020 geben? Ich würde mir das wünschen. Wie sich das realisieren lässt, muss man dann gucken. Ja. Also mir spuken da so ein paar Ideen im Kopf rum, die halt ein bisschen komplizierter sind als das, was wir dieses Jahr machen konnten. Mal gucken. Ja. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall schon mal, du bist ja auch Teil der Orga. Vielen Dank für die Arbeit, die ihr reingesteckt habt und uns mit dir begleitet habt und einfach ein schönes Wochenende gemacht habt. Und ja, ich sag immer, NerdCon ist so ein bisschen Familiengefühl, weil es schon eine sehr aufeinander achtsame Gruppe ist, obwohl sie mittlerweile sehr, sehr groß ist. Aber für mich hat die NerdCon genau dieses Gefühl wieder bestätigt. Ja, definitiv. Und es braucht auch, glaube ich, diesen Anlaufpunkt inzwischen auch für diese Community, dass sie sich ein bisschen trifft und so. Es wäre ganz cool gewesen, wenn wir noch irgendwie ein paar Leute mehr gewesen wären, aber da gab es ja so ein paar Schwierigkeiten. Mal gucken, ob man dann nächstes Jahr auch irgendwie ein bisschen sachter gestaltet. Ja, vor allem dann auch irgendwie versucht, einen Termin zu wählen, wo nicht große Events nebendran sind. Da lernt man halt einfach. Es war das erste Jahr, dafür ist alles super problemlos gelaufen. Und ich denke, wenn wir das nächste Jahr nochmal machen, wird es auf jeden Fall besser geplant werden. Man hat aus Fehlern gelernt, man hat neue Ideen, wie du schon sagtest. Ja. Was eine coole Sache ist, wir hatten 2 DSA-Runden auf der Con. Und keine einzige war voll mit Spielern. Also sie haben beide nicht stattgefunden, weil keiner DSA spielen will. Das lasse ich mal unkommentiert. Ja. Nee, aber sonst irgendwie so richtig, wir hatten, wie gesagt, zu viele Spielleiter. Das sagt auch viel aus über die Community. Ja.
Das war echt cool, haben sich viele angeboten. Es hat sich auch noch mal viel außerhalb der geplanten Spielrunde entwickelt. Gestern Nachmittag gab es hier unter den Bäumen eine Runde. Alle sind schon. Ja. Und gestern nach der Cthulhu-Runde hat Max gesagt, wir sind gerade so toll dabei, ich leite noch eine Runde Cthulhu danach. Ich war fertig, Max hat geleitet spontan. War super toll, hat super viel Spaß gemacht. Ja, und es war auch keiner sauer, dass eine Runde nicht zustande kommt. Dann, ja gut, dann gehe ich halt mit Mischka spielen oder dann gehe ich halt da spielen oder keine Ahnung was. Hat sich alles irgendwie zusammengefunden, war richtig gut, ja. Definitiv, also war schön. Ich habe auch so generell keine bösen Wörter oder so gehört. Da kommt die Hand der Orga mit ins Bild. Keine bösen Worte oder so gehört, also es war echt einfach schön. Ich muss dann nochmal fragen als Egonia, glaube ich. Ich habe mich schon interviewt. Hast du schon? Ja, ja, klar. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, aber auch der Mischka macht geheime Sachen hier. Ja, ich muss jetzt irgendwie alles in die Zeit rein. Den Luke, den kennt ihr schon. Wink mal in die Kamera. Gut, genug rumgepölt. Ich will noch ein paar Videos machen. Vielen Dank, Koali, dass du mit dabei warst, dass du geholfen hast, alles mit zu organisieren. War einfach toll. Bis zum nächsten Jahr, spätestens. Hoffen wir es. Alles klar, ciao. Ei Gude und herzlich willkommen zu einem weiteren Feedback-Video der Nerdcom. Ich habe jetzt hier den Meister Umbreon bei mir. Bist du schon ausgeschlafen? Ja, ich bin in der Tat sehr gut ausgeschlafen, obwohl ich die Nacht, ja gut, ich hatte 6 Stunden Schlaf ungefähr, ein bisschen weniger, sagen wir 5. Ich habe in den Betten sehr, sehr gut geschlafen, angenehm ruhig. Das Wetter ist bombig oder so und außerdem duschen, richtig gut. Also heute Morgen nach der Dusche ging es mir richtig super gut. Finde die Location der absolute Hammer, macht richtig Spaß hier und mir geht's gut momentan. Wie ist denn so das Grundresümee von dir? Erste Nerdcon hinter uns und wie fandest du es? Der absolute Wahnsinn. Also ich bin ja Teil vom Orga-Team natürlich als quasi Initiator des Nerdpools selber. Und wir haben sehr, sehr gut die Aufgaben im Team verteilt gehabt und so. Es war, denke ich, für alle, die da organisiert haben, relativ entspannt. Die Besucher, also sprich unsere Community, waren der absolute Hammer. Wir haben am Anfang ein paar Ansprachen gesagt, pass auf, ne, achtet ein bisschen da und darauf und so. Und wenn Probleme sind, kommt auf uns zu. Ich habe jetzt von keinem irgendwelchen negativen Vorfall oder sowas gehört. Es lief alles total entspannt. Die Leute haben mitgeholfen aufzubauen, die Leute haben mitgeholfen abzubauen, Sachen aufzuräumen und. Also durchweg eigentlich nur positiv. Die Leute haben unglaublich Spaß in den Runden gehabt, was ich so gehört habe. Was richtig geil ist und also wirklich jeder, der da war, ob Orga, ob Besucher, egal was, hat einfach seinen Teil dazu beigetragen, dass es einfach eine unglaublich geile Con geworden ist. Mhm. Man muss ja unterm Strich sagen, ist ja auch keiner mehr hier 14, wo noch irgendwie Sturm- und Drangzeit ist. Hatten alle Bock auf ein ruhiges und schönes Wochenende und das muss man sagen, ist echt geworden. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, auch für nochmal Dank an Engonien e.V., die uns halt da unterstützt haben, die halt einfach auch insgesamt einfach mehr Ahnung und Vorerfahrung halt mit solchen Veranstaltungen haben oder generell eben mit entsprechenden Veranstaltungen. Auch nochmal ein Riesendank an hier St. Michaelsturm und das ganze Team. Auch da wurde uns tatkräftig immer unterstützt für nochmal schnell Getränke ranschaffen, solche Sachen, die Leute aus der Küche und alles. Also wie gesagt, durchweg einfach super positiv und hat mega Spaß gemacht. Ja, muss man unterm Strich sagen, es war einfach super cool. Gut, kommen wir mal zum arbeitsreichen Teil. Hast du überhaupt gespielt oder hast du nur geleitet? Es gab ja insgesamt 3 große Rollenspielslots und dann gab es halt dazwischen noch so ein bisschen Freizeit mit unterschiedlichen Aktivitäten. Ich habe den ersten und den dritten Slot habe ich jeweils eine Runde geleitet. Im ersten Slot habe ich eine Runde Warhammer 40k Wrath and Glory geleitet. Ich hatte halt meinen 3D-Dungeon dabei und habe auch einige Bilder gepostet davon natürlich. Und bei Wrath and Glory, weil das Abenteuer hatte ich halt relativ kurzfristig vorher konzeptioniert die letzte Woche, hatte ich es relativ schwer, die Zeit einzuschätzen. Das heißt, erstens, wir haben da 1,5 Stunden überzogen halt, weil eigentlich hieß es, die Runde geht bis 12. Wir haben dann so bis 12:30 ungefähr gespielt. Und ich habe dann so ungefähr ein Drittel in der Mitte rauscutten müssen oder so und ein paar Sachen raffen müssen. Es war super geil, super episch, die Spieler hatten riesigen Spaß. Mein Dank geht übrigens nochmal an Evil, der eine wunderschöne Kampagnenkarte ausgespielt hat. Jeder Spieler kriegt am Anfang so verdeckt eine geheime Kampagnenkarte. Niemand weiß, was es ist. Und er hat aus dem Ork-Boss quasi seine persönliche Nemesis gemacht, was aus ihm quasi einen Warboss gemacht hat. Das hat einige beinahe Opfer gefordert und das Ganze zu vollkommener Eskalation gebracht. Das war wunderschön. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die andere Runde, die ich gespielt habe, wie gesagt, im dritten Slot war dann eine Runde, die in die 5. Die war halt quasi gestern Abend. Und auch die sollte bis 0 Uhr gehen und wir haben, glaube ich, bis 2:15 gespielt oder so ungefähr.
Ja, also wir waren auch die Letzten, die da auch noch dran waren, weil es einfach so geil war, weil es so viel Spaß gemacht hat. Das Erbe von Twibble Wobbits in der Dritte. Das ist so mein typisches Con-Abenteuer, was ich jetzt auch schon 8-9 Mal geleitet habe. Und ja, kann ich aus dem FF, das macht mir Spaß und es war wunderschön. Also wir hatten ein paar rührige Szenen dabei, wir hatten coole Action, wir hatten ein paar lustige Sachen dabei. Und ja, auch da natürlich mit Minis, mit Aufbau, mit Props, also in dem Fall halt als Handout, den letzten Willen, das Testament sozusagen auf Pergament, was die Spieler auspacken können und mit Siegelwachs drauf und so. Ne? Fanden sie cool, hatten sie Spaß dran. Auf jeden Fall. Super. Aber dann hattest du einen freien Slot, hast du in dem gespielt? Genau, in dem freien Slot, da konnte ich spielen, da habe ich Numenera gespielt bei Lilio. Und da hat Lilio sich auch was Cooles für ausgedacht, was ich sehr gut fand. Und zwar hat sie halt, also bei Numenera bestehen ja Charaktere aus drei Elementen, gewissermaßen einer Klasse, einem Descriptor und einem Fokus. Also was weiß ich, the charming Jack that melts with the surrounding oder sowas zum Beispiel, ne? So eine Beschreibung. Und sie hat halt diese einzelnen Elemente quasi auf Zettel geschrieben und auf der Rückseite dann, was es tut. Und das heißt, man konnte dann halt wesentlich besser halt einen Überblick schaffen, was will ich hier gerade bauen. Weil, ich meine, die Charaktererstellung dauert nicht super lange, aber sowas halt dann nochmal praktischer, vor allem, weil da auch Neulinge dabei waren. Das fand ich eine ziemlich coole Idee, hat auch sehr viel Spaß gemacht mit dem Plot. Ja. Am Ende mussten wir da auch ein klein bisschen die Zeit raffen, weil dann halt die Mittagspause war und das Essen. Ja, aber hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch mit den Spielern, mit den jungen Spielleiterin. War sehr cool. Ja, ja, und ansonsten gab es dann ja noch den freien Slot. Da habe ich ein legendäres Nerdquiz veranstaltet mit drei Teams, die wir haben. Und ja, das Team Biogurke hat dann am Ende glorreich mit 0 Punkten gewonnen. Weil das halt die mit den wenigsten Minuspunkten waren. Ja, weil die 800er Fragen einfach hart sind, muss man sagen. Die 800er sind halt hart und ich hätte mir halt auch gedacht, dass, also ich glaube, bei einer Frage wurde der Joker quasi aufbewahrt für die 800er, die anderen haben es bei mir vorher benutzt, bei einer 400er oder 300er, wo ich sagte, so ja, dafür sind sie eigentlich da, so, ja, ja. Für die 800er, weil die knallen natürlich dann richtig rein, die waren sehr schwer, irgendwann muss man die nehmen, wenn nichts anderes mehr da ist und kein anderer sich vorher traut, die zu nehmen. Und ja. Aber das war super gut, richtig gut Stimmung, Publikum war cool dabei. Da auch nochmal einen riesigen Dank an Justikon, der absolut Wahnsinnige. Der hat halt einfach mal gesagt, so ja, ein paar Tage vorher, du sag mal Umbreon, du machst doch dieses Quiz, hast du Preise? Ich so, ja, ich habe mir ein bisschen was ausgedacht und so. Er so, ja, pass auf, ich habe den geilsten Preis ever. Ich habe mir die Collectors Edition und alles mögliche von D&D 5 jetzt geholt, in der Mega Limited und so weiter. Ich habe die normalen noch übrig, willst du die als Preise verkloppen? Ich so, wie meinst du das? Ja, halt Dungeon Masters Guide Players Handbook und Monster Manual. Ich so, das sind 150 Euro, bist du bescheuert? Und er so, nee, pass auf, ne? Community besorgt mir so viel, ich möchte das dafür geben und mir tut das gerade nicht weh und hab halt die anderen schön. Und ja, dann hat sich halt Team Biogurke, also Bioing und Gurke, als Sieger des Quizzes halt über ein Komplettpaket quasi die in die 5 freuen können, was sie noch nicht hatten, was sehr gut war und wo beide schon mal mit geliebäugelt hätten, da mal anzufangen. Also super geil. Der absolute Hammer, ja. Also, das heißt, auf der NerdCon haben wir jetzt den Bio quasi dazu gezwungen, von DSA wegzurücken und auch mal D&D-Streams zu machen. Genau, ist das so? Also demnächst könnt ihr bei ihm bestimmt auf dem Kanal irgendwelche D&D 5 Streams erwarten, ja. Auf jeden Fall. Hoffe ich. Ja. Schauen wir dann einfach mal. Wir fordern Bio hiermit nochmal auf. Ja, okay. Genau. Gut, dann auf jeden Fall danke für dein Feedback und danke für die Mitorganisation. Es war einfach eine super geile Con und super viel Spaß gemacht. Auch vor allem, also für mich, ich ziehe ja sonst immer Online-Rollenspiel vor. Man sieht die Leute sowieso am Schirm, aber halt Leute auch mal wirklich ja, persönlich zu treffen und so ist natürlich auch eine ganz andere Qualität. Ja, auf jeden Fall. Gab es hier jemanden, den du sonst nur online kanntest, den du jetzt auch mal persönlich kennengelernt hast? Ja, einige. Also ich wüsste jetzt nicht genau die zum Aufzählen oder so, aber ich sag mal so, bestimmt 50% der Leute oder so, würde ich sagen, habe ich vorher noch nicht irgendwo auf einer RPC oder sowas getroffen. Also meistens war ja die RPC so der Anlaufpunkt, wo wir uns so einmal im Jahr getroffen haben. Und ja, das fand ich sehr cool, da die Leute nochmal treffen oder, also entweder wieder zu treffen oder eben das erste Mal zu treffen. Und ja, auf jeden Fall. Jetzt ohne eine Ankündigung zu machen, weil wir machen ja keine Ankündigung. Niemals, das haben wir uns abgewöhnt. Also niemand hat hier vor, Ankündigungen zu machen. Genau. Wärst du persönlich nochmal bereit, eine NerdCon 2020 zu machen? Auf jeden Fall, ja. Also wir haben da definitiv alle Bock drauf im Orga-Team und so, weil es, wie sagst du, gut. Ich denke, die Location ist auch mit uns sehr zufrieden gewesen. Wir waren sehr angenehme Gäste. Haben, ja, also ne, wie gesagt, man sagt ja, ne, so Jugendgruppen oder so, und dann besäuft sich einer und kotzt in den Flur oder sowas. All das gab es natürlich überhaupt nicht bei uns und so. Und
ja, wie gesagt, also wir sind super zufrieden mit der Location, wir sind super zufrieden mit den Leuten, die gekommen sind. Auf jeden Fall, also ich bin definitiv wieder dabei. Freut mich zu hören. Jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Feedback-Video. Ciao. Ciao.